Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video in der Projektreihe. Heute geht es sich wie versprochen um das Licht, um die ATI Straton. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, ein neues Video und heute geht es tatsächlich um die Straton. Ich begrüße euch hier zurück. Licht ist Leben und das ist eigentlich Grundsatz Nummer 1 für mich und eigentlich auch für alle anderen in der Meerwasseraquaristik. Ich bin seit einigen Jahren total angefixt sowieso von ATI, weil ich da diesbezüglich ja ab dem Supercube hatte ich die Sirius, dann hatte ich die ATI Hybrid in zwei verschiedenen Versionen, die auch jetzt über meinem großen Becken ist. Und jetzt, wo die Straton rausgekommen ist, bin ich nochmal vielen lieben Dank ATI und Oliver, dass ich diese Lampe hier über das Projekt drüber packen konnte und sie somit testen darf. Und ja, ist ein geiles Gerät und ich würde mal sagen, ich hau euch mal ein paar technische Daten um die Ohren, die ihr wahrscheinlich sowieso schon kennt. Die Lampe hat eine Abmessung von 47 an 47 cm. Eine Dicke von 1,3 cm war es, glaube ich. 1,2 oder 1,3 so in den Dreh. Und es ist eine flächige LED-Beleuchtung. So, wir haben hier insgesamt 153 LEDs verbaut in drei Sektionen. Das heißt, die Lampe hat eine Sektion vorne, eine Sektion in der Mitte und eine Sektion hinten. Das heißt, ich kann unterschiedliche Farbeinstellungen zu unterschiedlichen Tagen machen, Tageszeiten machen. Kommen wir aber gleich noch zu, wenn ich euch die Software etwas näher zeige. Das Ganze ist verbunden über Wi-Fi. Man kann entweder das eigenen Netzwerk der Lampe nehmen, muss man sich dann dementsprechend ständig einloggen, also sprich in dieses Netzwerk einloggen, oder man kann sie auch dementsprechend ins normale Haus Wi-Fi reinhängen, geht auch relativ gut. Dann haben wir, wie ihr schon seht, einiges an Farben da. Wir haben insgesamt 7 Kanäle, also sprich 7 Farben. Ich kann jede einzelne Farbe, wenn ich das möchte, steuern. 18 mal UV, 18 mal Violett, 18 mal Royal Blau, 36 mal Blau, also dieses Babyblau, 36 mal Weiß, 18 mal Cyan und 9 mal Rot. So, das ist alles schön gleichmäßig verteilt, wie ihr auch in dem Bild sehen könnt. Und das ganze Gehäuse, um dem hier mal vorzugreifen, ich habe schon einiges gehört, ja, die wird ja gegossen und so. Nein. Diese Lampe wird aus einem Stück gefräst. Also sprich alles, was, die ist nicht gegossen, die ist tatsächlich aus massivem Alu gefräst und wird dann dementsprechend komplettiert. Ich habe mir das bei ATI selber angeschaut und hammerhart, was da für ein Aufwand betrieben wird für diese Lampe. Ja, wird geliefert, Lampe, Aufhängung, also sprich Seilaufhängung. Für diese Lampe gibt es noch kein Mounting-System in Bezug auf, ja, dass man sie an den Arm ans Aquarium dranbringen kann. Was es allerdings gibt, kriegt man über den Hersteller selber, ist noch nicht offiziell im Handel, wenn man den Hersteller anschreibt, dass man eine Leiste bekommt, wo man mehrere Lampen gleichzeitig dranhängen kann. Diese Leiste wird dann auch wieder über ein Seilsystem am Aquarium, über das Aquarium gebracht. So Leute, kommen wir mal zum großen Geheimnis dieser Lampe. es ist eigentlich kein Geheimnis. Es ist ein Rechenbeispiel und ich erkläre euch mal, warum, weshalb, wieso. Also, diese Lampe können wir im Endeffekt passiv gekühlt betreiben, weil wir insgesamt sehr, sehr viele LEDs haben. 153 Stück, habe ich euch eben ja gesagt. Und diese LEDs sind High-Power-LEDs, die man mit 5 Watt pro Stück pro LED betreiben könnte. Werden sie aber nicht. Sie werden mit 1,4, 1,5 Watt circa maximal betrieben. Und diese geringe Bestromung hat natürlich den entsprechenden Vorteil, dass ja, weniger Abwärme entsteht. Also wenn ich da richtig viel Saft drauf lege, dann habe ich viel Abwärme
Und ich sag mal, bei den älteren Lampen von ATI, ob es jetzt die Hybrid ist oder ob es jetzt die X-Serie ist, da sind ja auch einzelne High-Power-LEDs oder High-Power-Cluster, die relativ hoch bestromt werden oder höher bestromt werden, sodass sie tatsächlich gekühlt werden müssen. Ist hier bei der Lampe nicht notwendig, weil, wie gesagt, sie werden mit so wenig Strom betrieben, aber sind immer noch aufgrund der Masse der LEDs, ist das nicht alles auf eine Fläche konzentriert, weil wir haben hier eine Lichtentstehungsfläche von, lass mich nicht lügen, 39 an 39 Zentimeter. Und das ist alles nicht wie, ich sage es mal, wie andere Lampen, konzentriert auf ein Cluster, je nachdem wie groß, welcher Hersteller, egal. Wir haben eine richtig große Fläche, wo alles gleichmäßig drauf verteilt ist. Und somit haben wir die Möglichkeit, auch die Lampe extrem tief zu hängen, ohne dass da jetzt Schäden an den Korallen entstehen. Also ich habe sie momentan hinten bei mir auf 14 cm hängen. Einerseits natürlich, damit nicht so viel zur Seite abgestrahlt wird, aber man könnte sie rein theoretisch auch noch tiefer hängen, ohne dass den Korallen tatsächlich was passiert, weil die Gesamtleistung ja auf diese Riesenfläche verteilt ist. Bei dieser geringen Bestromung ist es natürlich auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Die LEDs werden somit effektiver betrieben. Und die Lebensdauer geht natürlich nach oben. Wenn ich eine LED mit viel Power betreibe, ist natürlich irgendwann nach der Zeit X der Ofen aus, beziehungsweise lässt sie in der Intensität nach. Aber wenn ich direkt von vornherein hingehe und eine LED mit weniger Strom betreibe, dann haben wir natürlich auch, ist die Lebensdauer sehr viel länger. Wie lange sie dann tatsächlich ist bei dem gleichen Spektrum, beim gleichen Licht, kann ich euch nicht sagen. Da gibt es noch keine Erfahrungswerte drüber. Und das werden wir einfach sehen. Aber Fakt ist, diese Lampe ist definitiv, hat eine höhere Lebensdauer als alles andere, was momentan am Markt ist, weil sie halt so betrieben wird, wie sie betrieben wird. So, Leute, kommen wir zur Lampe selber und im Endeffekt. Ja, was an dieser Lampe zu beachten ist, grundsätzlich wird geliefert, nicht grundsätzlich, es wird geliefert die Lampe, es wird geliefert die Serialaufhängung, Netzteil, Treiber zur Lampe und natürlich das Kabel für das Netzteil. Wichtig an der ganzen Sache ist, wenn ihr die Lampe installiert, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Die Bedienungsanleitung ist ziemlich ausführlich. Bevor ihr die Lampe mit dem Stromnetz verbindet, solltet ihr definitiv hingehen und erst die Konnektivität zwischen der Lampe und dem Treiber herstellen. Ist ein kleiner grüner Stecker, der kommt in der Box. Anschließend wird die Box geschlossen und danach dürft ihr das Ganze einschalten. Ansonsten könnte es zu Schäden kommen, wenn ihr das unter eingeschaltetem Zustand das Kabel mit dem Treiber verbindet. War eine wichtige Sache, steht dementsprechend auch in der Bedienungsanleitung drin, aber wollte ich nochmal darauf hinweisen. Ja, danach wird die Lampe per Seilaufhängung an die Decke gebracht oder an andere Möglichkeiten. Ich habe da jetzt schon sehr, sehr viele Sachen im Netz gesehen mit einem großen Holzbrett, wo das Holzbrett dementsprechend dann an der Decke verankert wurde, wo mehrere Stratons drunter hängen und und. Also es gibt da schon Mittel und Wege, die über ein Becken drüber zu kriegen, wenn man jetzt nicht unbedingt in die Decke will. Also man muss da ein bisschen erfinderisch sein. Alles in allem, ihr seht da schon die ganze Zeit links über dem Cube ist die Lampe drüber. Das ist natürlich extrem, ja, ich sage es mal. Passt so gerade. Die hat auf jeden Fall noch die Möglichkeit, flächig auszuleuchten in einer Größenordnung von 70 an 70 Zentimeter. Das heißt, theoretisch würde ich über mein großes Becken zwei Stück davon drüber hängen können und hätte im Prinzip die gleiche Ausleuchtungsstärke und die gleiche, ja, im Prinzip die gleiche Ausleuchtung, wie ich sie im Moment mit meiner Hybrid habe. Die Seiten sind bei mir sowieso ein kleines bisschen schwächer ausgeleuchtet, das ist aber auch Absicht. Man könnte natürlich drei Stück drüber hängen, dann hätte man bis an alle Ecken und Kanten komplett ausgeleuchtet, will ich aber in meinem Becken nicht. Ich sage mal im Endeffekt, wenn diese Lampe da hinten über deinem Projekt funktioniert, werde ich definitiv drüber nachdenken, die auf die Straton umzustellen.
So, wir gehen aber jetzt mal so ein kleines bisschen in die Bedienung bzw. in die Software. Wir haben jetzt hier das Anmeldefenster. Meine Lampe ist jetzt schon komplett im Wi-Fi drin. Wie das geht, zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal. Und ich logge mich da mal eben ein. Und wir kommen dann hier zur entsprechenden Diagrammoberfläche, wo mein Farbverlauf drin ist. Und wir gehen mal eben die einzelnen Sachen durch. Ich habe hier oben, wie gesagt, die einzelnen Möglichkeiten durchzuschalten. Wir gehen gleich nochmal explizit auf alles ein. Das Diagramm zeigt mir im Prinzip an, was ich hier an Farbverlauf und wie meine Einstellungen sind. Die verschiedenen Punkte, die ich hier habe, das sind meine Farben, die ich eingestellt habe. Ich blende mal eben über. Ihr seht hier dementsprechend rot, braun, blau. Ich kann mir die Farben hier auswählen, wie sie sein sollen, und habe das dann anschließend im Diagramm dann auch so. Gut, was haben wir hier noch in der Anzeige? Wir haben hier unten die Sektionen, die ich der Reihe nach an- und ausschalten kann. Ihr seht, einmal jetzt habe ich hier den Verlauf des hinteren Bereiches, dann habe ich den Verlauf des mittleren Bereiches und den Verlauf vorne. An jeder Sektion ist angegeben, welche Temperatur diese hat. Und ich hatte euch eben auch von dem Temperaturverlauf erzählt. Den haben wir hier. Und ihr seht, die Lampe läuft jetzt seit, lasst mich nicht lügen, einigen Tagen. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich kann hier auch hingehen und die einzelnen Sektionen mir separat anzeigen lassen. Gesamtleistung der Lampe liegt momentan bei 40%. Und ihr seht hier die Temperaturkurven. Zum Beispiel hier ist es was wärmer geworden. Bei 6 Uhr hier. Nee, 18 Uhr abends. So. Und das war, da hat meine Frau den Ofen angemacht. Und das kann man sehr schön hier in dem Temperaturverlauf sehen. Dann ging es ein kleines bisschen mit der Temperatur nach oben. Aber es ist definitiv nachzuvollziehen, was die Lampe an Temperatur hat. Und ich kann mir wirklich jede einzelne Sektion anzeigen lassen. Und ich finde das ein sehr, sehr geiles Tool, um zu schauen, passt das, was ich habe oder nicht. Wie gesagt, momentan läuft die Lampe auf 40%. So, gehen wir die Bedienelemente hier oben mal weiter durch. Wir haben hier einmal das Speichern, sprich darüber kann ich dann hingehen und die aktuelle Einstellung speichern. Dann habe ich hier die Möglichkeit, Dateien herunterzuladen oder hochzuladen. Das heißt, die aktuelle Einstellung, so wie ich sie habe, kann ich dann auf meinem Rechner sichern, kann dann hingehen, andere Sachen ausprobieren. Und wenn ich das Ganze wieder zurückhaben möchte, brauche ich einfach nur wieder mir die Datei. So, dann haben wir hier oben das Raster. Und beim Raster habe ich die Möglichkeit, hier die Auswahl auf einfach oder mehrfach zu stellen. Dann kann ich hingehen, kann mir mehrere Punkte gleichzeitig nehmen. 1, 2, 3 zum Beispiel. Und kann die dann verschieben, so wie ich es gerne hätte. Meine Grundeinstellung war auf einfach und ich habe hier die Möglichkeit, die Rasterpunkte dichter zu setzen. Grundeinstellung ist 30 Minuten in der Zeitachse und 5% in der Leistungsachse. Ist für mich übersichtlicher. Wer es feiner einstellen will, kann sich dementsprechend hier auch feiner oder das Ganze ausschalten. Dann ist das Ganze frei wählbar, wie ihr seht. Dann ist es, ich sage jetzt mal, ja. Ihr habt im Prinzip, müsst ihr dann hier grob schätzen, die Rasterpunkte geben einem natürlich eine bessere Übersicht. Da kann man genau gucken, wo bin ich in der Zeitachse. Ja, dann haben wir hier die Möglichkeit, die Lampe mit gewissen voreingestellten Programmen zu bestücken. Wie zum Beispiel ich gehe jetzt mal auf LPS, dann gehe ich auf Übernehmen. Und ihr seht, mein altes Programm wird direkt ersetzt durch ein vorinstalliertes Programm. Und ihr habt es auch im Bild gesehen, dass die Beleuchtung dann dementsprechend direkt umschaltet. So, jetzt gehe ich mal hin und stelle meinen alten Zustand wieder her. Also Datei auswählen, geheime Einstellungen der Straton. Und dann gehe ich auf Hochladen.
Das Ganze wird direkt wieder übernommen. Zack, ihr seht im Bild, da hat sich schon wieder was verändert. Okay, und weiter geht's. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Einstellungen von den unterschiedlichen Sektionen auf andere zu übernehmen. Ja, Einstellung von, und dann gehe ich hier auf die Auswahl, vorne, Mitte, hinten. Ich sage jetzt mal, wir nehmen die vordere Einstellung und will das Ganze auf Mitte und hinten übertragen, so wie ich hier schon eingestellt habe. Und achtet unten auf den Tagesverlauf. Wenn ich das übernehme, zack, wird die komplette Einstellung für den Tag so übernommen. So, ich stelle mal wieder den Uhrzustand her. So Leute, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Break, weil ansonsten wird es zu lang. Das gesamte Video ist insgesamt 30 Minuten lang und ich denke, wir sehen uns morgen wieder. Da kommt der zweite Teil zu der Stratum raus, da gehe ich nochmal weiter auf die Bedienung ein. Und wir sehen uns dann morgen zum nächsten Teil. Bis dann, ich zähle auf euch. Euer Reinhard. Ciao.